Geschichten nüt an sie Geschichte Nummer 37. Det mal noch mehr von dem Wota, vieren Martin in so ne Darpe in Chihuahua, Mexiko, wo man viele Jahre gelebt, dort er nicht Wota war, um zu melken jingen. Und auch mehr von dem neue Darpe online, ab den Südeng von der Manitoba-Kolonie in Chihuahua, Mexiko. Man hat bei den 1940er Jahren keine Wotabarmsgeif in seiner Darpa aus Gnodenfeld in Gnodentol. Wo nehmen die Lied, der ich all diese Jahren all ihr Wotab her von ihrem Hüssebrock, von all ihre Pied, Rinder, Schob und Vater fei. Über die Gnodenfelder ihre Wettstab und dann über die Nordsee-Darp-Hüsskörls geht ein Riefer, wo er von hinten ab der Wettschied über die Boy kommt. Der heit Napa Wetsch Riefer. Und da bin ich Rand in jene Jahren noch immer dort ganze Jahr durch wenigstens ein kleines Strömchen wurde. In Gnodenfelder hatten eine Einrichtung gemerkt wie diesem Riefer und damit pumpten sie dort Wasser in ihre Darbsisternen, wo noch ganz auf dem Wasteng vom Gnodenfeld stand. Und von diesen Sister hatten einige von den Notsten Obers mit Holzhalle Zinkrohren das Wasser wird auf ihrem Hof abgelegt. Aber viele andere Nobers holten ihr Wasser jahrelang von diesem sogenannten Darb-Sister. Noch andere Nobers im Darb haben ihre eigene Einrichtung gemerkt, wie diesem Riefer, womit sie von dort das Wasser in ihre eigene Zister schnell pumpten auf ihrem Hof. Auch Isaac Wallen haben, ich glaube mit Obram Wallen Taub, eine so eine Einrichtung. Aber die Gnodentoler mussten ihr Wasser all diese Jahren von wieder auf ein Haus holen. Isaac Rehmer von Aylmer, Ontario, erinnert sich noch sehr gut daran, wo er dort Wasser von ihrem Gebrück entweder von diesem Riefer dich bei Napa Wetsch geholt hat, oder von Blumenurt, wo damals all einige gestarte Wasserbarms wären. Die meisten Bürger holten ihr Wasser immer mit Atelier 200 Liter Wassertonnen auf ihrem Wehren ein Haus. Und die meisten Menschen schabten dort Wasser mit Amisch aus dem Riefer oder aus sogenannten Rieferbarms und gauten dort in ihre Tonnen hinein. Aber Isaac Rehmer sagt, seine Eltern haben einen Wehren gehabt zum Wasserführen, obwohl sie eine große Wassertank und eine Wasserpump mit einem kleinen Windkellermotor hatten. Und wenn er damit das Wasser von dem Napawetsche Riefer geholt hat, dann hat er dort am Riefer den Tank mit dieser Pump vollgepumpt. Und wenn er dort Wasser von Blumenurt geholt hat, dann hat er den Tank ab ihrem Wehren dort vollrahnen geloten mit einem halbsolchen Gummschlauch. Rehmer sagt, er weiß noch, dass er auch Wasser geholt hat von Hennig Panisch in Blumenurt. Die Hennig Paner Familie trug auch Träg nach Manitoba. Panisch verkauften ihre Städte an David Dicken. Dicken waren alt und sie wohnten auf diesem Hof mit ihren Kindern Franz Dicken Taub, bis sie starben. Und dann wohnten Franz Dicken dort, bis sie starben. Nun wohnen ihr jüngster Sohn Willem Dicken dort. Um Franz in der ersten Früh wir uns vor, dass sie eine zweite jüngste Sester, meine Gretchenmann. Nun war da mehr davon, wo dort 1938 dann doch endlich bei dort kam. Dort ab dem sogenannten Manitoba-Kolonieland hingen die Bohnen, Darpa angelegt und besiedelt worden. Die Zeit wie für die Mennoniten in Mexiko von 1936 an war der Beta. Die Schulfreiheit wie die Mennoniten war da teuersichert worden. Mexikaner ihre Belastungen worden war der weniger und die finanzielle Lehre fing sich an zu verbessern. Für Mennoniten und auch für Mexikaner. Und waren auch noch viele junge landlose Lied viel Leibeträge nach Kanada tragen wollen, als in Mexiko versichern, zu einem Anfang zu kommen mit Formen waren, fängt man in der Lot 30 Jahren doch immer stärker an, zu betonen, dass die Bürger in so einer Darpe aus Gnodenfeld, Gnodentol, Talbach und Kleifeld doch auch noch immer meistens mit dem Wasser von den Springbarms und Rieferbarms fertig werden können, wann auch mit viel Klappart. Und waren dort in dieser Darpa noch immer ohne gestarte Wasserbarms oder eine Hüßbarms gewonnen hat, dann soll dort auf dem Gemeindenland hinter der Bohnen vielleicht auch möglich sein, zu wirtschaften und dort genug Wasser zu haben.
dann dat jef je op diesem Land damals ook nog zo'n Riefers, wie dat ganze Jahr durch in Bettwater ran. En op diesem Land werden je ook vele sogenannte Sprinken oder Waterschwalen. Die sogenannte Rieferbarms werden Barms, wonen in de Riefers ganz dicht am ranenden Water gegroft werden. Man groeft war einfach ein Loch am groven Grund oder Gravel und das Loch sah das Loch mit Breder oder Bohlen so aus, da das Wasser durch das Grund und den Barm hineinfiltern kann und dann hat so ein Barm immer schmackert reines Wasser. Und ähnlich so wird es auch mit den sogenannten Springbarms bei den Waterschwalen. Und ob man in den Lot 19. Jahren mag die Kolonisten ab der Manitoba-Kolonie in Chihuahua anfangen, diesen Gedanken zu flehen, ob man doch auch ab dem reitliegenden Wesland hinter der Isarbahn soll wirtschaften können, dort hat damals vielleicht keine andere Person so viel getan als der junge Vorsteher Wilhelm C. Rempel von Blumenort, wo er 1936 ein Vorsteher Franz Freisine steht, dort Vorsteheramt gekriegt hat. Dies junge Vorsteher hat damals all eine Barmaschine und er wird auch bekannt als ein Waterseeker. Er kann scheinbar manchmal die Waterströmungen in der Erde mit seinem eigenartigen Apparat fangen. Ich habe dort noch mal teuer sein, wenn um die Rampel seine eigenartige Arbeit als Waterseeker deut. Rampel mögt sich seine Barmsteitmaschinen immer selbst. Und wenn er eine Steitmaschine verkauft hat, dann bietet er sich weiter eine neue. Das ganze Gestahl für seine ersten Maschinen bietet er von hölzernen Bohlen. Aber ich glaube, das wäre vielleicht 1941 oder 1942, dann bietet um die Rampel sich eine Steitmaschine ganz von Isa. Aber um die Rampel starrt nicht selbst Barms für andere Bürger, dort hat er Arbeiter. Isaac Schmidt von Kronsgurt wie adlige Jahren Rampel sein Barmsteiter. Schmidt starrt auch unseren Barm in Blumenurt. Und ich erinnere mich noch daran, dort als uns Barm gestartet wird, dann wir Wilhelm Rampels Jakob an einem Sonntag noch fast bei uns. Und dann wird er sich mit mir einig, dort wie bald er den Titan mal andrehen wollen. Ich verstand ja noch recht nichts von Traktormotors, aber Rampels Jakob verstand sich mit ihren Traktors sehr gut. Dem Titan sein Motor dreht ein bisschen vor Eva, sodass wir beide gut reiten mussten an seinen Wrang. Aber der kleine Jakob verstand sich damit so gut, der dreht mit einmal Eva drehen los. Aber nun war der Trick noch, wo man ab der Manitoba-Kolonie anfängt, reiten worden, zum Hänger der Isarbahn ab der Gemeinde ihrem großen Fleck Wesland-Darpa anzuleihen. Da wären ab der Manitoba-Kolonie in Chihuahua in den mehr 30 Jahren all viele Lied, wo er dort neidig an Ackersland fehlt. Aber fast kein Mensch, dem dort an Land fehlt, hat Geld zum Kippen. Und dort lange reitliegende Land hat die Gemeinde 1921 all $8.25 US gekostet, als der Dollar noch mal 2 Pesos wert wäre. Und nun, meist 20 Jahre später, wäre der Dollar all über 2-mal so dir geworden. Und dort wird ja all wenigstens 35 Pesos den Acker merken. Auch danach, wenn die ganze Zeit keine Zinsen angerechnet worden wären. Aber man weiß dort ganz bestimmt, dass kein Anfänger für so einen Dierenpreis wird Land kippen wollen und auch nicht kennen. Man hat in jenen Jahren bestimmt noch Siedlungsland kippen gekonnt von der Zuluaga-Familie in der Amgegend und auch für weniger als 15 Pesos den Acker. Dann eine private Gruppe Bürgers hat jedoch 1936 noch dort Land für dort Darb Altneu Nummer 35 für 5 Pesos den Acker von angekauft. Aber die Leider Vorsteher und Oms dachten, sie können dort nicht recht werden, mehr Land zu kippen, wenn sie noch immer tausende Acker Land reitlegen haben. Und sie haben auch nicht das Geld, um noch mehr Land zu kippen. Und dann wurden die Däner sich einig, sie würden ihr Land hinter den Bohnen für 15 Pesos den Acker versägen zu verkippen. Und um das Land zu kippen, auch für die ärmsten Anfänger möglich zu merken, würden sie die Tolungsbedingungen so leicht merken, als möglich.
Sie mögen die Tolungsbedingungen so, dass der Käufer ihr Land mit 20% von jeder Arend an die Gemeinde betonen können und dass sie keine Zinsen an ihre Landschuld tolen brachten. Über diese Bedingungen, so dacht man, ab diese Bedingungen, so dacht man, soll jeder einer auch der armste Anfänger Land schäpen können. Dann, wenn man noch wo Land pachten kann zum Ackern, dann muss man ja auch wenigstens 20% von der Arend aufgeben. In so ein Pachgeld muss man pünktlich aufgeben, ohne dass man selbst irgendwo dabei hat. Und wenn man, und es steht, jeder Jahr ein Fünftel von der Arend aufzugeben, damit sein Land betonen und dadurch zu einem Land kommen kann, dann soll doch jeder einer lieber schäpen wollen als pachten. Also, man will den Preis und auch die Tolungsbedingungen so viel leicht merken, dass keiner sagen soll, er kann nicht schäpen. In Niendarp, Nummer 1, sei, ward all ein paar Jahr Eier angemeten und einen Anfang gemerkt mit Ansiedeln. Aber ich glaube, der Darper Silberfeld 26, Kronskort 27 und Weidenfeld 28 wurden im Jahr 1938 alle angemeten und binnen wenige Jahren wurde all das Land für diese Feier Niedarper verkauft und besiedelt. Und die meisten von den Käpern waren jungbefriedete Lied. Aber im bedienenden Port wären auch ältere Bürger. Wo mögt sich dort an in diese nähe Darpa mit dem Wotter? Was an diese Darpa irgendwer Wotterbarms mögt, dort noch etliche Jahre. Während die ersten Jahre mussten alle Pioniere ihr Wotter von Springbarms in Haus holen. Und ich weiß nicht viel Einzelheiten von wo die Kronsgorde und Weidenfelder mit ihrem Wotter fertig geworden sind. Aber zwischen Weidenfeld und Kronsgord ist hier ein kleiner See, ein Lake. Und da ganz dicht an der Lake groben die Pioniere ein Loch, saden dort mit Bohlen ut und das Wasser von der Lake filtert dort nähen, sodass man von dort immer Wasser holen kann. Und an der Westseite von Weidenfeld wären Sprinken oder Wasserquellen. Davon hat wir alle geredet. Und wenigstens ein Weidenfelder, Jakob Freis, lädt sich das Springwasser von der Wasserquelle bei ab seinem Hof. Peter Klossen, ein Sohn von Johann Klossen, der war in Weidenfeld ab und er wohnt nun in Winkler, Manitoba. Und er sagt, Jakob Freis braucht das Wasser nicht einmal pumpen. Wenn sie ihre Wasserleitung angesehen haben, dann bleibt das Wasser beim Rahnen. Freisen brauchten also bloß den Kron aufschrauben und dann rahnt das Wasser von ihrem Springbarm Hüsgehaltüs ab ihrem Hafen. Wo dort im Dorf Silberfeld schafft, mit dem Wasser bei ihren Springbarms holen, dort habe ich als junger Jung zum Teil miterlebt. Dem Bruder Obram und seine Frau, Leina Peters, wohnten, als sie jungbefriedete Lied wären, tüß bei meinen Eltern. Und als Bruder Obram im Herbst 1940 in Silberfeld reibmjögt, um durch Handtragen kennen, dann fuhr er und ich, und entweder Bruder Knals oder Isaac, etliche Wochen lang immer am Montag zu Marius nach Silberfeld haben, dann bühd wie dort für einen Stall und Wohnhaus. Und dann habe ich dort in diesen Wochen auch manchmal geholfen mit dem Wasserholen von den Silberfelder ihre sogenannten Springbarms. Und ich habe meine Brüder Johann und Obram auch Lothar noch haben wir mal eine Woche geholfen beim Plehen und so weiter. Und dann habe ich dort auch Wasser geholt von den Springbarms ab der Silberfelder Ehre Wettstab. Ab der Silberfelder Ehre Wettstab wären zwei Wasserquellen, oder so aus die meistens bei uns genannt worden, zwei Sprinken. Ein Baum wir ganz dicht am Darb, ab dem Wasteng, und einer wir in Bild wieder ab der Wettstaben ab. Und bei beiden Wasserquellen hatten die Silberfelder ein Loch gegroft und mit Breder oder Bohlen ausgesät und so angerecht, dass man dort leicht Wasser schaffen kann. Die längste Zeit vom Jahr leiberten die Weidenfelder, Kronsgorder und Silberfelder ihre Springbarms genug Wasser für alle Nobosch in den Darpa. Aber in den Monaten droht Förderreintiet, im Mai und Juni, dann leiberten diese Quellen manchmal bedienend weniger Wasser. Und dann wollte das Wasser doch nicht immer gut ausreichen für alle Pioniere ihrem Hüstgebrock, Pier und Rinder. Und wann so ein Springbarm dann, der ich den ganzen Tag immer weiter ganz ladig geschabt worden wäre,
dann läuft der jähn Abend allmals sehr langsam in Schlimmbeet wurden. Und an so'ne Tiden holten dann einige Männer sich, manchmal bei Nachttiden oder sehr tätig zum Arjes, schwind viel Wurter in Hüs. Meistens bleiben die Männer dabei friedlich, wenn das springbare Wurter im Mai und Juni knapp wird und manchmal so ein Beet eingedeilt worden muss. Aber da traf sich auch mal so, dass sich bei einem Springbarm in so einer Zeit mal zwei ein Beet bejährigen Männer bejährenden, wo er dort, so es man dort dann sagt, leicht ein Beet heit ward hinter dem Koller. Und dann traf sich dort hier und da auch noch mal, dass so eine Männer sich wehen, dort schwind viel Wasser in Hüs holen wollen, je in Ewig kämen und zankten. Einmal hatten sich zwei Männer, da wären so sehr verzankt, dass sie sich auch nachher noch, wenn sie sich über die Jähenden zu holen kriegen. Aber gerade in den Jahren, als diese drei Darpa angelegt worden, oder Feier mit ihren Darptop, dann fangen die Mennoniten in Chihuahua an, Beta zu bühren. Die Zeit wird Beta für die mennonitischen Kolonisten. Von 1939 bis 1949 wären die Ernten durchschnittlich sehr gut und die Getreidepreise wurden auch besser, sodass die meisten Bürger so langsam mehr Geld haben. Und als so mehr Geld wäre, dann fangen immer mehr Bürger an, Geld zu investieren und versuchen, ihren eigenen Hausbaum zu merken oder merken zu lassen. Einige Bürger haben damit auch guten Erfolg. Oder gut gleich, wenn sie 300 Schau oder Däuber starten. Aber andere fangen sehr wenig oder auch manchmal kein Wasser. Bei der Klossen, wenn er hier nur in Winkler wohnt, der sagt, sein Vater haft, euer Heuer einen guten Wasserbaum, die Krähen haft an Werdenfeld, wenigstens ab 8 verschiedene Städten ab seinem Land Däuber lachen gestartet. Ab einige von diesen Städten haben Klosters Scheinwasser gefangen und ab anderen Städten sehr wenig, nicht genug für ihren Gebrauch. Hier bräuchte wie für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch mehr von dem Wasser vieren Matten in seiner Darpa in Chihuahua, Mexiko, wo man viele Jahre gelebt, dort und nicht Wasserbarms zu merken gingen. Und dann noch von einer Kolonie in Chihuahua, Mexiko online, auf so einem Land, wo schwer Wasserbarms zu merken wären. Was nächstes Mal, ich sehe George Rumpel.